Serie Hitlers Helfer von Guido Knopp hat Erwachsene und Jugendliche gleichermaßen gefesselt. Jetzt hat Knopp auch an die ganz kleinen Fernsehzuschauer gedacht, und zwar mit der Reihe Düsentriebs Helferlein. Doch auch die dunklen Seiten der Märchenwelt sollen jetzt aufgedeckt werden. Kurz vor Sonnenaufgang hinter den sieben Bergen, Heimat der sieben Zwerge. Wirtschaftliche Depression, Niedriglöhne im Bergbau und kratzige Mützen sorgen für schlechte Stimmung im Zwergenvolk. Eine Stimmung, die von zahlreichen dunklen Machthabern für ihre schrecklichen Ziele missbraucht wurde. Die schlimmste von allen war jedoch Schneewittchen. Als der große Zeiger auf der 3 stand, unternahm Schneewittchen einen Putschversuch gegen ihre Schwiegermutter. Das Komplott flog auf und Schneewittchen suchte Unterschlupf bei den sieben Zwergen. Einem Volk fröhlicher kleiner Wesen, die sich nur durch ihre Bärte von kondomierten Penissen unterschieden. Schnell wurden sie von Schneewittchen mit politischem Feingefühl beeinflusst. Na, wer möchte als erstes? Na, dann erst ich und dann er. Schneewittchen nistete sich bei den Zwergen ein, dann verfasste dort ihr Buch Mein Kampf den Schwiegermüttern und plante die Eroberung der Märchenwelt. Und dann ich. Wir waren ja ganz fasziniert von der Idee des Großgrimmschen Reiches. Und außerdem hat Schneewittchen ja auch die Wurzelkarrenbahnen gebaut. Ja, und eins, das hat sie ganz toll gemacht. Sie hat nochmal so richtig ordentlich aufgeräumt. Durch diesen simplen Schachzug gelang es dem rhetorisch gewandten und in der Zwergenführung bewanderten Schneewittchen sehr schnell, die Zwerge für sich zu gewinnen und zu einem willenlosen, kampfbereiten Heer zu machen. Ja, wie war das noch? Der Ruf ging, Sieg, hei ho! Sieg, hei ho! Das geht natürlich leicht in jedes Ohr. Doch bald wütete ein schrecklicher Krieg in der Märchenwelt. Ich habe es nicht gewusst. Gut, die anderen, die wussten es, ne? Putz und Bimbam. Nicht untereinander, nein, aber jeder für sich. Ich wusste gar nichts. Gut, ein bisschen was wusste ich. Also kaum, muss man sagen. Also ich wusste eine Menge, aber gut, ich wusste alles. Gut, ich wusste alles nicht, aber es war mir egal, denn dafür hat mir Schneewittchen anständig über den Zipfel gestrichen. Nach der verlorenen Kesselschlacht am Lebkuchenhaus wählte Schneewittchen den Freitod. Die Welt hatte ihren Frieden zurück. Und das war das Ende des Nationalschneewittismus. Ja, das ist schon schlimm, was da damals passiert ist. Sowas darf nie wieder passieren. Wir haben ja auch draus gelernt. Na, Alter, hast du Lust, Fliegen zu klatschen, hä? Sieg, hei, ho, Sieg, hei, ho! Fliegen raus! Fliegen raus! Fliegen raus! Und sehen Sie nächste Woche in der großen Guido-Klopp-Reihe Zahnarzts Helfer. Der Newsflash! Berlin. Gesundheitsministerin Andrea Fischer macht aus ihrer Liebe zur Naturkosmetik keinen Hehl. Hast du dir was in die Haare getan? Nee, naturbelassen. So riechen die auch. Washington. Der Präsidentschaftskandidat Al Gore liegt laut einer Umfrage bei den Wählern weit vorn. Seine Kraft, so Gore, holt er sich bei seiner Frau. Jerusalem. Immer mehr orthodoxe Israelis kämpfen für ihr Recht als Mann. Kritiker sprechen von einem drohenden Sittenverfall. Da, siehst du, Jungchen, um die Uhrzeit zieht sich die Esther immer aus. Da hinten. Dreh dich mal um, Esther. Dreh dich um. Ja, schon besser. Und Koblenz, der Vorsitzende der FDP-Fraktion Wolfgang Gerhard, ist dafür bekannt, dass er seine Mitarbeiter gerne mit einem edlen Tropfen belohnt. Das Zeug zieht euch die Sandalen aus, Jungs. Ach nee, Schuhe, wir sind ja hier nicht bei den Grünen.